nachhaltige Transformation der Wirtschaft, weg von Produktion aus fossilen Rohstoffen hin zu biologischen Kreisläufen, kurz Bioökonomie. Mit insgesamt 4 Tagungen und Konferenzen stand Anklam vom 24. bis 26. Oktober ganz im Zeichen der 5. Bioökonomie-Konferenz, ein Gemeinschaftsprojekt der IHK Neubrandenburg, der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald und weiterer Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft. Den Auftakt machte gleich am ersten Tag die Jugend-Bioökonomie-Konferenz im Lilienthal-Gymnasium. Etwa 60 neugierige junge Leute aus der Region konnten von Profis lernen, was Bioökonomie ausmacht. Für die Jugendlichen haben wir ein Programm auf die Beine gestellt, das einerseits so Projekte aufzeigt, die in der Bioökonomie in der Region schon stattfinden. Auf der anderen Seite ist der Bioökonomierat bzw. das BMBF hier und zeigt den Jugendlichen, hier im Hintergrund sieht man das schön, virtuell, was alles so möglich ist. Und auf der anderen Seite sind nochmal die 3 Hochschulen der Region, Neubrandenburg, Stralsund und Greifswald, hier und zeigen auf, was wir in den Studiengängen dort machen, welche Projekte es gibt. Die Professoren stellen sich vor. Also ein Potpourri der Bioökonomie, die wir so bieten können hier in unserer Region. Für das Lilienthal-Gymnasium als Ausrichter war die Konferenz eine einzigartige Gelegenheit, mit einem besonders wichtigen, zukunftsweisenden Thema schulische Theorie und regionale Praxis zu verbinden. Wir haben im Bereich des Wahlpflichtunterrichts 2 Kurse, die sich genau mit diesen Themen Bioökonomie, Nachhaltigkeit beschäftigen, befassen. Und damit passt es natürlich hervorragend. Und das ist auch wichtig für die jungen Leute. Das ist eigentlich ihre Zukunft. Nachhaltigkeit, das interessiert sie. Und wenn das bei uns zu Hause ist, wie ein Heimspiel, sind wir doch glücklich und zufrieden. Und für die Kinder ist es auch ein kurzer Weg. Das ist natürlich auch wichtig. Bevor es für die Jugendlichen der 9. und 10. Klasse losging, erwartete sie im Foyer vor der Aula Doreen Penso-Dolphin mit dem Projekt bioökonomie.de vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bewusster und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen war hier das Thema. Mit Produkten aus alternativen Materialien, Handtaschen aus Blattleder oder Socken aus Hundehaaren. Wer hätte das gedacht? Also wir wollen den Schülern zeigen, was kann man oder wie kann man nachwachsende Rohstoffe nutzen, um daraus Produkte herzustellen zum Beispiel. Das haben wir hier in den verschiedenen Ausstellungsgegenständen. Und hier haben wir ein Virtual Augmented Reality Exponat. Hier können die Schüler zum Beispiel einen Blick in eine Bioraffinerie werfen und herausfinden, wie funktioniert eine Bioraffinerie, was wird dort hergestellt und ja, wie sieht das aus. Mit der 3. Jugend-Bioökonomie-Konferenz möchten die Veranstalter junge Menschen an das Thema heranführen. Im Idealfall werden sie die Zukunft der Bioökonomie in der Region mitgestalten, ob als Start-up-Unternehmen, in der Wissenschaft oder als Angestellte. Ein Beispiel: André Tresp stellte die Mehle-Unternehmensgruppe mit 7 Standorten in Deutschland vor. Ein aktuelles Projekt ist die Biogasanlage in Torgelow, regional erzeugte Energie aus vergorenen Bioabfällen. Und dann gibt es die Anklammer Erklärung, eine in Europa einmalige Schülerinitiative. Jugendliche aus Vorpommern haben ihre Forderungen an Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einem gemeinsamen Positionspapier zusammengefasst. Sie haben zum Beispiel gefordert, dass die Region Vorpommern eine Bioökonomieregion werden könnte. Sie haben unter anderem gefordert, dass die Bioökonomie stärker auch in der Bildung verankert wird. Sie haben gefordert, dass die Politik sich dieses Themas annimmt. Ja, vieles davon ist inzwischen auch passiert. An der Hochschule Neubrandenburg gibt es einen neuen Masterstudiengang mit dem Titel Food Chain Environment. Auch hier ist Bioökonomie drin. Die Universität Greifswald stellt auf der Jugend-Bioökonomie-Konferenz ihren Studiengang vor. Bioökonomie zieht. Auch die duale Berufsausbildung ist interessant. Hier kommt die IHK Neubrandenburg ins Spiel. Ab dem ersten Tag der dualen Ausbildung gibt es neben Fachwissen und Berufsausbildung auch einen Lohn.
Bachelor-Abschluss oder Master-Professional inklusive. Das bedeutet Karrierechancen in der Bioökonomie. Weitere Inspiration für die Jugendlichen, Björn Heuke und Carsten Forster haben sich für die Selbstständigkeit entschieden. Sie gewinnen Proteine aus der Hanfnuss für den Fleisch- und Milchersatz. Ihr Ziel, Hanfteig an die Lebensmittelindustrie zu liefern. Und die Schüler, wissen sie jetzt, was Bioökonomie bedeutet? Ich finde sie ganz schön, weil es ist spannend zu sehen, was schon alles möglich ist mit Produkten aus der Umwelt und also auch recyceln werden kann. Ich finde das sehr interessant auf jeden Fall und es ist spannend zu sehen mal sowas. Mhm. Könntest du dir vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten? Na, ich glaube nicht, ich bin eher so mechanisch oder so. Ich finde das sehr interessant, weil man dadurch dann neue Sachen entdecken kann und auch wo man arbeiten kann später und Praktikum machen könnte. Ja, sehr informativ, sehr interessant. Vor allen Dingen die Veggie-Burger, sehr lecker. Ja, ansonsten, ich finde es gut, dass die hier auch zum Beispiel Studien, dass man sich darüber informieren kann und ja. Und kannst du dir vorstellen, in dem Bereich später zu arbeiten? Ja, definitiv. An Infoständen konnten sich die 9. und 10. Klässler auch gleich über einen möglichen Praktikumsplatz informieren. Und ein kleines Highlight gab es noch zum Abschluss: ein Veggie-Burger in Eigenproduktion aus regionalen Produkten. Bioökonomie zum Selbstmachen und Verkosten. Mehr geht nicht.